Grüß euch im Teamgerecht Innsbruck. Heute sind wir am Rennweg gegenüber vom ORF. Ja, ein Meisterstück von der Firma Mobilitätsstarträtin Uschi Schwärzel. Ich sehe es da. Da sind Fahrradbügel montiert seit langer Zeit. Da ist eine Anrainerin, die hat uns schon ein paar Briefe und Fotos geschrieben. Die hat gesagt, da steht noch, ist noch nie ein Fahrrad gestanden. Da steht das ganze Jahr nichts. Zwei Parkplätze wurden wieder vernichtet. Und jetzt hat, natürlich haben wir jetzt ganz was Neues. Druckfrisch. Den Fahrradmasterplan. Also was für einen Christen die Bibel ist für die Grünen, der Fahrradmasterplan. Jetzt haben wir uns das einmal ein bisschen so grob durchgelesen und da steht drinnen, und das lasst euch das auf der Zunge zergehen, sie wollen pro Jahr 600 Radabstellplätze anstelle von Parkplätzen installieren. Das sind ungefähr 120 Parkplätze pro Jahr, beziehungsweise weit über 1000 bis ins Jahr 2030. Da muss man sich jetzt die Sinnfrage stellen, ob das wirklich unbedingt notwendig sein muss, so viele Parkplätze sozusagen zu vernichten. Da appelliere ich natürlich jetzt auch an die Standesvertreter der Wirtschaft, an die Wirtschaftskammer, Herr Walser, Herr Direktor, Herr Präsident Walser, und auch an andere Standesvertreter der Wirtschaft und so weiter. Das kann jetzt nicht sein, dass das so hingenommen wird. Mir ist klar, dass das Fahrradfahren wichtig ist. Mir ist auch klar, dass die Fahrradfahrer ihre Parkplätze brauchen. Nur gehört das genau durchdacht, weil nur aus politischer Ideologie der Grünen zu sagen, auf jedem Autoparkplatz machen wir einen Fahrradständer, das kann es wohl nicht sein. Wir werden auf alle Fälle weiterhin versuchen, dagegen zu arbeiten, nicht gegen die Radfahrer, die mögen wir, sind ja nette Leute, die meisten zumindest, manche sind auch Gesetzesbrecher, sondern wir möchten, dass das gescheit und mit Kopf gemacht wird, das vermissen wir in letzter Zeit. In diesem Sinne, macht es gut, Servus Innsbruck, der leere Fahrradbügel, Servus Tirol.